Hallo und herzlich willkommen zum Speak-Up. Heute sind wir mit Julia Büchting im Gespräch und zwar über das Thema Quereinstieg vom Artist zum Data Artist. Hallo Julia. Hallo, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil das Thema Quereinstieg ist bei uns immer wieder ein großes Thema. Und deswegen würde ich dich ganz gerne erstmal fragen, wie bist du eigentlich von Kunststudium in die Technik gekommen? Erzähl doch ein bisschen. Ich habe definitiv keinen gewöhnlichen Weg. Ich stand nach dem Studium da und mir war klar, ich will nicht in der Kunst bleiben, einfach weil ich zu wenig Jobsicherheit habe, auch sehr, sehr wenig Jobs, nur alle schlecht bezahlt. Und ich hatte Lust, nochmal was Neues, nochmal eine Herausforderung. Ich hatte so das Gefühl, der perfekte Job, der ist da draußen, aber ich weiß nur noch nicht, was das ist. Und ich habe ziemlich lange gesucht. Ich habe ganz viele Angebote angenommen vom Arbeitsamt, bin auf Messen gegangen. Hauptsache habe ich mir gedacht, ich schaue mir so viel wie möglich an, weil nur so kann ich neue, coole Jobs entdecken, von denen ich vielleicht jetzt noch gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und so kam es dann auch, dass ich auf einer Messe zu einem Recruiter hin bin und gesagt habe, hi, ich bin Julia, ich bin Künstlerin. Kann ich für euch arbeiten? Und er mir dann einen Flyer in die Hand drückte, wo drauf stand, wir suchen einen Data Artist. Und ich habe mich natürlich sofort angesprochen gefühlt als Künstlerin und habe den Flyer mit nach Hause genommen, gegoogelt, was ist ein Data Artist, und habe gemerkt, oh wow, man arbeitet in der IT, aber man ist im Frontend tätig, man baut Datenvisualisierungen, man hat super viel Kundenkontakt. Das klingt irgendwie kreativ und so, als könnte ich meinen Hintergrund in Kunst da gut einbringen. Und am nächsten Tag habe ich mich beworben und das ist auch die Firma, bei der ich heute arbeite. Wow, das ist ja echt cool. Insbesondere, dass du wirklich das Kunststudium doch noch nutzen konntest für deinen Beruf. Das ist doch cool. Ich Und würde was sagen, macht ein Data Artist so? Mein Job ist es, Frontends zu bauen, mit dem Kunden ihre Daten analysieren können. Oft ist es ja so, Daten kommen vor allem in riesigen Mengen und um die zu analysieren, muss man beispielsweise aussuchen, welches Land gucke ich mir an, welches Produkt, in welchem Zeitraum. Und diese Oberfläche baue ich. Nicht nur, dass man verschiedene Filter einstellen kann, sondern auch, dass man dynamisch eine Visualisierung mit einer anderen filtert und so schnell und eindrücklich einen guten Überblick für seine Daten und für die Themen, die aus diesen Daten kommen, bekommt. Klingt total spannend. Musst du dafür eigentlich auch programmieren? Mein Job ist ein Low-Code-Job. Das bedeutet, ich arbeite hauptsächlich mit Tableau. Das ist eine Visualisierungssoftware, die über Drag-and-Drop funktioniert. Ich schreibe fast gar keinen Code, wobei ich mir das im Hintergrund gerade anlerne. SQL zum Beispiel ist total wichtig für meinen Beruf. Hauptsache geht es bei mir aber darum, Daten zu verstehen, Kunden zu verstehen und zu verstehen, wie das Gehirn visuelle Informationen aufnimmt. Und das bringe ich dann alles zusammen. Das klingt wirklich nach einem sehr, sehr spannenden Job. Und du hast jetzt gesagt, SQL, das ist natürlich dadurch bedingt, dass die meisten Daten in Datenbanken, abgespeichert werden, ne? Exakt. Also wichtig ist hier vor allem Verständnis, was für eine Granularität die Daten haben, wie man Daten verjoint und wie man Daten anreichert. In der praktischen Ausführung werde ich oft unterstützt. Wir arbeiten zum Beispiel im Backend mit Databricks, Exasol, mit Cloud-Technologien, mit verschiedenen Big Data-Tools und da reicht SQL meistens nicht mehr aus. Und wo lernst du das? Du hast gesagt, du bringst es dir gerade selber so ein bisschen bei. Wie machst du das? Einfach neben dem Job oder? Als IT-Beraterin haben wir eben einen ganz großen Fokus auf Weiterbildung. Traditionell bin ich 4 Tage lang im Projekt und einen Tag lang habe ich komplett für Weiterbildung oder interne Projekte. Und in solchen Zeiten, zum Beispiel, mache ich dann einen SQL-Kurs oder lerne neue Sachen. Und natürlich bemühe ich mich auch im Alltag immer viel mitzunehmen von meinen Kolleginnen. Das klingt super. Wie hast du das jetzt so in letzter Zeit erlebt mit dem Arbeiten? Sind jetzt die Datenmengen oder Visualisierungen noch mehr geworden? Ich meine, wir haben ja, glaube ich, in den letzten 2 Jahren so viele Datenvisualisierungen gesehen.
Hast du da irgendeinen Unterschied jetzt festgestellt? Ich würde sagen, allgemein kommt der Trend aus den USA zu Tableau oder auch zu Datenvisualisierung und löst hier langsam, aber doch deutlich zum Beispiel Auswertungen mit Excel ab, die viele Leute noch selber machen und dann irgendwelche Makros oder paginated Reports bauen, hin zu einer wirklichen Analyselösung. Tableau, also das Tool, mit dem ich arbeite, wir erstellen nicht nur Berichte, wir sammeln die auch auf einer Serveroberfläche, wo dann geregelt ist, wer welchen Zugang zu welchem Report hat. Also hier wird kein PDF mehr per E-Mail verschickt oder kein Excel-Makro mehr auf den SharePoint gelegt. Das ist einfach eine größere, umfassendere Lösung und soll auch dahin gehen, dass man wirklich Entscheidungen datengetrieben trifft. Manchmal geht es etwas langsam, aber als IT-Beraterin treffe ich ja genau die Leute und Abteilungen, die das ablösen wollen und diesen Schritt ins digitale Zeitalter, in die Analyseplattformen gehen möchten. Das heißt, wenn man sich so anschaut, was du eigentlich tagtäglich machst, gibt es schon ein paar Eigenschaften, die man in dem Beruf wahrscheinlich haben sollte, also ein bisschen analytisch wahrscheinlich auch an die Daten herangehen, auch verstehen, wo soll es hingehen, vielleicht auch logische Zusammenhänge erkennen in den ganzen Datenmengen, oder bekommst du sehr viel auch von Kundenseite vorgegeben? Das Schöne in meinem Beruf erstmal als IT-Beraterin ist, wir machen alles, was mit Daten zu tun hat. Das heißt, Visualisierung ist oft ein schöner Einstieg, weil das so plastisch ist, was da mit den Daten passiert. Aber wir machen eben auch, wir wandeln Daten um oder wir bauen Datenmodelle. Und ich würde sagen, wenn meine Firma darüber nachdenkt, Leute einzustellen, dann gucken wir nicht, was kann die Person schon, sondern möchte die Person das können? Ist sie interessiert, engagiert? Brennt da, also ist da ein wirkliches Interesse, sage ich mal, daran, sich mit Daten zu beschäftigen? Und ob es jetzt dann in Richtung Data Science geht, also ob man Daten eben auswerten möchte, oder ob es in Richtung Data Engineering geht, also Daten von einem Zustand in einen anderen zu überführen und anzureichern, das ist eigentlich eher zweitrangig. Wichtig ist bei mir im Job, man muss gut mit Kunden kommunizieren können, ein Teamplayer sein und einfach sich nicht schrecken lassen davor, Neues zu lernen. Und wir haben ganz viele Jobs, die auch Low-Code sind, zum Beispiel Scrum Master, also wirklich so Leute, die Teams zusammenhalten und Teams organisieren, dann im Frontend, so wie ich. Genau, und natürlich die klassischen Data Engineering Jobs, wo man mit Python und SQL, PySpark agiert. Also selbst wenn man nicht viel coden kann oder da mega Respekt vor hat, das ist keine Hürde zum Einstieg. Und Mathe ist wahrscheinlich auch nicht das große Thema. Auf keinen Fall. Wie warst du selber in Mathe in der Schule? Hast du das Gefühl gehabt, das war eher so mau oder warst du eh ganz gut? Also ich habe mich immer wahnsinnig reingehängt für Mathe. Das ist was mir nicht zugeflogen ist, wohingegen ich bei Sprachen und Kunst, also ohne viel zu lernen, immer die Beste war. Aber ich habe mich sehr viel reingearbeitet in Mathe. Jetzt für meinen Job, klar sind diverse Sachen wichtig, dass ich weiß, was ein Median ist, eine Standardabweichung, Perzentile. Aber das sind alles Sachen, die man wirklich auch einfach so mitnimmt. Und auf keinen Fall würde ich sagen, man muss gut rechnen können, wenn man jetzt nicht explizit die Laufbahn als Data Scientist wählt. Viel wichtiger ist zum Beispiel, dass man einen Überblick behält, Big Picture sieht, dass man Zusammenhänge gut begreifen kann, logisch denken kann und da, ja, da sind so, solche Sachen wie in der Regression rechnen gar nicht so wichtig. Das lernt man wahrscheinlich dann sowieso on the job, wenn man irgendwas dann braucht. Auf jeden Fall. Ja. Die Kunst begleitet die dich jetzt immer noch, also abgesehen davon, dass du natürlich visuell auch arbeitest im Frontend, aber was ist sozusagen von deinem Kunststudium jetzt noch wirklich relevant?
Also die Kunst bereichert mein Leben unglaublich. Mhm. Ich fange schon an zu strahlen, wenn ich nur darüber nachdenke. Ich habe in unserer Wohnung haben wir ein extra Zimmer für Kunst und Hobby. Und dort habe ich wirklich jetzt mit der angenehmen Lebenssituation, in der ich mich befinde, mir auch wirklich Sachen gegönnt, die ich mir als Studentin nie gönnen konnte. Mhm. Und auch die Freiheit, einfach nur zu machen, worauf ich Lust habe und nicht jetzt hohe Kunst zu machen oder Sachen zu machen, die man gut verkaufen kann oder auch da so einen Anspruch an sich selber zu haben, macht mich total glücklich. Also ich finde einen unglaublichen Ausgleich in der Kunst und bin eigentlich, also obwohl ich weniger Zeit habe, habe ich doch dann einfach jetzt da eine Freiheit entdeckt, die mich total glücklich macht, entspannt und da bin ich einfach sehr glücklich. Ich bin also weiterhin Artist geblieben. Sehr gut, sehr gut. Hast du auch die Learnings, die du jetzt sozusagen im Job gemacht hast, stellst du fest, dass das auch irgendwo deine Kunst so ein bisschen beeinflusst? Also hast du vielleicht auch Technik ein bisschen geändert oder so? Oder färbt das gar nicht so ab? Das ist eine interessante Frage. Es gibt ja nämlich auch also wirklich Data Art als Disziplin in der Datenvisualisierung, mit der ich mit einem sehr strengen Kunstverständnis immer mal wieder anecke, denn nicht alles, was schön ist, ist Kunst. Da würde ich sagen, da ist es eher nicht so. Also ich würde sagen, für mich genieße ich einfach den Raum, den ich in der Kunst habe und auch da mal irgendwie weg vom Job zu sein. Und wenn ich obwohl meine Rolle Data Artist heißt, mache ich keine Datenkunst, sondern ganz klar Dashboards, die ein Ziel und einen Zweck haben. Trotzdem finde ich den Namen cool. Ich kann mich damit identifizieren. Ich mache Data, ich bin ein Artist, also bleibe ich dabei. Jetzt ist ja auch in den letzten Jahren immer mehr gekommen, dass sogenannte künstliche Intelligenz sich auch mit Kunst beschäftigt. Siehst du da irgendwann die Kunst sozusagen ein bisschen in Gefahr oder denkst du, dass das eine interessante Bereicherung auch sein kann? Ich finde, das ist mega die interessante Bereicherung. Mein Kunstverständnis ist so, dass selbst eine Idee kann Kunst sein und wir brauchen also mit Kunsthandwerk hat Kunst eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Wichtig ist nur, dass Kunst nicht aus Ästhetik besteht. Also es geht bei Kunst nicht darum, schön auszusehen und dekorativ zu sein, sondern Kunst soll berühren, egal ob es durch Schönheit oder durch Hässlichkeit ist. Etwas kann ja auch eine Abstoßung hervorrufen und das ist ja auch völlig völlig gut. Und Kunst muss immer eine Art Kommunikationsanspruch haben an die Gesellschaft und das Individuum. Und damit meine ich nicht, dass Kunst A kommuniziert, sondern Kunst muss A reflektieren, aber trotzdem jedem Betrachter offen lassen, was es jetzt genau aussagt, sodass jeder Betrachter auch für sich dann eine Nachricht rausholen kann. Also es muss auch eine gewisse Ambiguität haben. Und solange AI diesen Kriterien entspricht, dann ist das definitiv Kunst. Und erschafft Kunst, wo man dann sich auch fragt, wo ist der Künstler? Gibt es Kunst ohne Künstler? Aber viel AI gibt es ja, die einfach nur Vorhandenes reproduziert oder Sachen malt, Bilder im Stil von Van Gogh. Darin liegt nicht die Kunst, eben zu malen wie Van Gogh. Die Kunst liegt darin, dass Van Gogh das erfunden hat zu malen, so wie Van Gogh. Das klingt natürlich gleich viel interessanter, wenn AI mal soweit ist, wirklich Kunst zu erfinden, dann haben wir, glaube ich, eher das Problem. Jetzt ist ja auch in letzter Zeit das aufgekommen, dass eben viele auch diese, nicht nur AI-Kunst, aber auch zu NFTs und so weiter vermarktet werden und plötzlich zu Geld gemacht werden, wo teilweise Unsummen bezahlt werden an Kryptowährung. Ist das etwas, wo du vielleicht auch ein kleines Interesse drauf hast oder vielleicht auch den Blick so ein bisschen drauf wirfst, wie sich das so weiterentwickelt? Natürlich ärgere ich mich wie jeder, dass ich nicht ganz früh schon auf den Trend aufgesprungen bin. Als Künstlerin war ich natürlich schon sehr früh daran interessiert. Aber im Endeffekt
hat das Kunstobjekt und, sage ich mal, der Kapitalmarkt haben schon immer eine enge Beziehung. Mhm. Und auch heute wird der Kunstmarkt stark davon beeinflusst, dass Kunst als Investitionsobjekt oder Kapitalanlage gebraucht wird. Und das ist jetzt das Gleiche mit NFTs. Von daher würde ich sagen, auch bei NFTs gilt es, was Kunst ist und was nicht. Da gibt es gewisse Kriterien. Alles andere ist Dekoration. Und das ist jetzt so ein Spekulationsobjekt geworden ist rein von der Kunst her nicht neu, aber ja, da wird man auch sehen, was sich entwickelt. Da ist schnell gesagt, das ist alles Kunst und oft ist es dann halt trotzdem einfach nur nettes Rumgemale, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich finde es spannend, dass du sagst, dass eben Kunst und Kapitalmarkt schon immer irgendwo zusammenhängen. Das sieht man, glaube ich, so als, ich nenne mich jetzt einfach mal Außenstehender, sieht man das gar nicht so sehr. Ja, spannend. Ja, zum Beispiel Banken müssen ja einen Teil ihren Teil ihrer Rücklagen sozusagen kaufen die Kunst, ja. Mhm. Banken und Versicherungen haben oft riesige Kunstsammlungen. Mhm. Die verleihen dann auch diese Kunstsammlungen an Museen und an Ausstellungen. Aber das ist für die halt eine andere Möglichkeit, als in zum Beispiel Gold zu investieren. Und in Kunst zu investieren kann natürlich auch krasse Wertsteigerungen bedeuten. Wenn jetzt der oder die Künstlerin zum Beispiel eine Retrospektive hat, dann ist zack, alles mal gleich 10-20% mehr wert. Okay. Also nicht mehr so viel in Gold anlegen. Natürlich, mehr Kunst kaufen lohnt sich immer. Genau. Sehr gut. Kann man denn deine Kunst auch irgendwo erwerben? Ja, natürlich. Ich verkaufe, wenn ich Ausstellungen habe oder wenn mich Leute anschreiben. Aber es ist viel, viel schwerer, als man sich das so denkt. Mhm. Also ich habe viel, viel mehr geplatzte Geschäfte als verkaufte Objekte. Oft ist es so, dass dann Leute sagen, ah ja, und sie überlegen sich's und sie denken jetzt drüber nach und dann wird in den allermeisten Fällen nichts daraus. Mhm. Und das hat mir dann auch gezeigt, dass so ein Dasein als Künstlerin sehr, sehr hart ist und dass ich eigentlich nicht meine ganze Zeit damit verbringen möchte, so einem undankbaren finanziellen Schema hinterherzulaufen. Mhm. War das ursprünglich dein Plan, dass du vielleicht mit Kunst auch dein Brot verdienen kannst, sozusagen? Ich würde sagen, ich habe zum Anfang des Studiums nicht so wirklich darüber nachgedacht. Ja. Und dann wurde mir eigentlich klar, dass es gar nicht geht. Ich habe dann recht früh im Kunststudium angefangen, Sozialwissenschaft und Türkisch zu studieren, um spannend. Was Gescheites machen zu können. Und habe dann alle drei Sachen parallel studiert, bis mir irgendwann aufgefallen ist, mit Sozialwissenschaft und Türkisch verdient man auch kein Geld. Und dann war ich eben so, okay, jetzt machst du nochmal was ganz anderes und guckst nochmal in eine ganz andere Richtung. Einfach weil... Ja, ich möchte auch ein komfortables Leben haben, 8 Stunden am Tag arbeiten, dann möchte ich in meiner Freizeit wenigstens keine Geldsorgen haben. Mhm. Und das war dann auch der springende Punkt, wo du gesagt hast, ich brauche jetzt echt einen wirklich richtigen Job, der mir sozusagen den Verdienst einfach bringt, sodass du dich dann in deiner Freizeit um andere Dinge kümmern kannst. Ich würde sagen, wenn mir die anderen Sachen mehr Spaß gemacht hätten, wäre ich sicherlich bereit gewesen, da auf Gehalt zu verzichten. Aber es hat mir ja auch einfach keinen Spaß gemacht. Und, und dann war natürlich die Motivation groß, es macht mir nicht mal so viel Spaß. Dann kann ich ja auch mal was ganz anderes machen, wo ich dann hoffentlich ein bisschen besser verdiene. Hat ja auch geklappt. Hat auch geklappt, genau. Bravo. Jetzt hast du schon gesagt, es war nicht so ganz einfach, dann auch dieses Richtige zu finden. Und du hast sehr, sehr viel auch recherchiert. Was gibt es so mit Messen und wahrscheinlich Gespräche geführt und so weiter. Was war für dich da der hilfreichste Moment? Also jetzt abgesehen von dem Tag, wo du auf der Messe den Data Artist entdeckt hast. Mhm.
Ich würde sagen, das waren die anderen Leute, die auch gesucht haben. Also ich habe dann zum Beispiel im Arbeitsamt so einen Kurs gemacht und die Leute, die ich dort getroffen habe, das waren wirklich ganz verschiedene Menschen, auch Studiabgänger wie ich, aber auch ältere Menschen, die schon Berufserfahrung hatten und sich umorientieren wollen. Und wir haben uns dann verabredet und sind gemeinsam auf so Berufsmessen gefahren, was halt sehr angenehm war. Man hatte so einen menschlichen Bounce und Ankerpunkt und wir haben uns so viele Tipps gegeben, das war sehr bereichernd. Und ich würde sagen, alle Leute fragen, was sie arbeiten, wie sie da hingekommen sind, was cool ist an ihrem Job, was man verdient. Alle Leute fragen genau, so viel erfahren wie möglich. Das bedeutet, es war einfacher, die Informationen zu finden, weil ihr gemeinsam einfach dran wart, oder? Ja, definitiv. Und ja, weil das einem so ein bisschen, also mir hat das so ein bisschen Energie gegeben, da auch dann ja nicht allein auf dem Weg zu sein. Und auch ein Thema, ich hatte früher mal wahnsinnig viele Vorteile gegen Berater und überhaupt die Wirtschaft. Und ich war ja Sozialwissenschaftlerin und Künstlerin, da ist man ja eher so ein bisschen antikapitalistisch eingestellt. Und mir hat es sehr geholfen, wirklich mal all meine Vorurteile also über Bord zu werfen und ein bisschen vorurteilsfreier zu sein und mich wirklich zu beschäftigen mit den Jobs und nicht die gleich abzulehnen, weil man sich denkt, oh, Berater, das sind ja eh nur so Leute, die andere Menschen feuern. Und dann wirklich auch da reinzugehen und man merkt, ey, das sind alles gar nicht so böse Menschen und es gibt viele von uns, die versuchen, das System zu verbessern und ja, wenn keine coolen Leute reinkommen, dann bleibt das halt ein doofer Haufen. Und was gab es so für Jobs, wo du gesagt hast, das willst du auf gar keinen Fall machen? Personalberaterin. Also das hat mich total abgeschreckt, so Leute in der IT-Branche abwerben. Und jetzt werde ich selber halt abgeworben oder halt angerufen von so Personalberatern. Und ich bin damals zu diesem Vorstellungsgespräch gegangen, obwohl ich wusste, dass ich diesen Job nicht annehme. Aber ich wusste, es tut mir gut, diese Übung zu haben, dahin zu fahren, meine Garderobe auf Vordermann zu bringen und das alles einfach ein bisschen zu üben, damit ich, wenn es drauf ankommt, ein bisschen ruhiger bin. Und hat es geholfen? Nein, aber ich funktioniere extrem gut, wenn ich aufgeregt bin. Okay. Das hilft, dass ich dann umso besser performe, je nervöser ich bin. Auch eine Erkenntnis. Ja. Jetzt bist du ja bei Woodmark Consulting angestellt seit einiger Zeit. Erzähl uns doch ein bisschen, was macht die Firma so? Wie bist du sozusagen in diesem ganzen Konstrukt aufgehoben? Ja, total gerne. Also ich bin jetzt seit über 2 Jahren bei Woodmark Consulting, inzwischen Senior Consultant und bin sozusagen in dem Bereich, wo wir Reports erstellen. Das kann eben von der Datenmodellierung sein bis zum Frontend, wo ich hauptsächlich tätig bin. Meine Firma macht des Weiteren natürlich ML und AI. Also wir haben da vor allem unsere Data Scientisten, die immer mal dann gerufen werden, wenn wir irgendwelche Daten clustern müssen oder Ähnlichkeiten entdecken und die zusammenfassen müssen. Wir haben sehr, sehr viele ETL und Data Engineers. Mhm. Also wir bauen ganz viele so Data Warehouses, Data Lakes, also wo wir große Mengen an Daten einspeisen. Jeden Tag kommen da durch die Pipeline die Daten rein. Dann werden die eben umgewandelt, gecleant, sortiert und dann gehen sie von diesen verschiedenen Stellen, zum Beispiel in den Data Science Pool, da bleiben sie unstrukturiert oder sie kommen eben in einen Cube, wo wir dann mit Tableau zum Beispiel drauf zugreifen. Das haben wir ganz, ganz viel. Wir haben aber auch Entwicklerabteilungen, also wirklich in agilen Sprints neue Applikationen entwickelt und erweitert werden. Und welche an der Branchen Stelle sind da so vertreten? Also welche Branchen haben sozusagen so viele Daten, dass sie die auch jetzt endlich mal auswerten wollen? Also wirklich
alle Branchen. Wir sind nur in Deutschland tätig. Und also ich fange mal ganz klein an, zum Beispiel eine Bäckereikette, für die ich jetzt arbeite, ganz viele Stadtwerke auch. Dann haben wir eben aus der Industrie zahlreiche Kunden, zum Beispiel Spritzgusshersteller oder Hersteller von anderen Geräten, die man eben so braucht, aber auch Banken und Versicherungen sind immer wieder Kunden von uns, Automobilhersteller und Zulieferer. Also wir sind wirklich da in Deutschland so ziemlich überall unterwegs. Und hast du das Gefühl, dass sich in Deutschland langsam mal die Bewegung in Richtung Daten auch außerhalb von Excel verarbeiten hinbewegt? Oder glaubst du, das dauert noch ein bisschen? Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe wirklich Kunden und Abteilungen, die sind da extrem fit und da total zugeneigt und bewegen sich da wie die Fische im Wasser. Und dann habe ich wirklich so auch die Kunden, die ankommen und sagen, ja, wir haben hier dieses PDF, das wird einmal am Tag verschickt mit den aktuellsten Daten. Und wir bemühen uns jetzt um eine neue Lösung, weil wir kriegen jetzt eine Spalte dazu und das PDF wird so klein. Und dann sage ich, okay, das ist die Motivation, das jetzt umändern zu lassen. Ja, und dann habe ich eben meine liebe Mühe, da auch die Manager davon zu überzeugen, dass jetzt statt dieses PDFs, das jeden Tag verschickt wird, es auf dem Tableau-Server einen Bericht gibt, den man zu jeder Zeit angucken kann, der auch die aktuellen Daten hat und viel, viel mehr Informationen und Analysen zulässt, wie ein PDF, was statisch ist und einfach nur die Zahlen anzeigt. Also ich würde sagen, da tut sich was. Und das merken wir auch in Richtung Datenvisualisierung, denn eine datengetriebene Company wird immer auch auf Datenvisualisierung zurückgreifen. Anders lassen sich Daten gar nicht mehr auswerten. Sind also in erster Linie nicht die Manager diejenigen, die die Datenvisualisierung haben wollen oder die Datenumstrukturierung haben wollen, sondern eigentlich Bottom-up-Prinzip, also derjenige, der es eh jeden Tag macht, der stellt jetzt plötzlich fest, es müsste eigentlich auch anders gehen. Auch ganz unterschiedlich. Okay. Also, da kann es wirklich beides geben. Aber die meisten Reports, die ich mache, sind für Fachbereiche, die zum Beispiel Teile analysieren oder eben den Überblick behalten wollen. Hast du auch viel mit UX und UI-Design zu tun? Tolles Thema, denn ich bin UX- und UI-Designerin in Personalunion. tatsächlich ist, also User Interface fiel mir schon immer leicht, wegen meines künstlerischen Hintergrunds und in das Thema UX. In Dashboards habe ich mich jetzt ganz krass reingearbeitet. UX ist ein sehr breites Feld, geht ja eigentlich so um, wie man sich in einer App bewegt oder auf einer Homepage. Und in Dashboards bedeutet das halt eben, dass man guckt, auch dass da der Nutzer irgendwie im Hintergrund Informationen bekommt oder dass man Wiedererkennungswerte schafft, dass man auf Strukturen zurückgreift, die der Nutzer kennt. Mir macht es total viel Spaß, darüber nachzudenken und Dashboards nutzerfreundlicher zu gestalten. Nur, allein für ein UX-Dashboard werde ich wohl nie bezahlt werden. Das mache ich halt immer so mit. Und das zeichnet dann auch meine Datenprodukte aus, aber ich würde nie einen Auftrag kriegen, weil ich so tolle Dashboard. UX mache. Ja, genau. Aber es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema eigentlich, weil dadurch auch mitbekommt, wie arbeiten die Leute und wo gibt es vielleicht auch so diese Muster, die wir alle inzwischen kennen. Ich habe jetzt vor kurzem mal, war ich auf einer Videoseite, wo dieser Mach's auf Vollbild ganz woanders war, als er überall anders war. Das ist ganz komisch. Also wenn man dann plötzlich feststellt, so, das ist nicht da, wo es hingehört, dann merkt man, okay, da hat jemand am UX und UI ein bisschen gearbeitet. Ja, und das ist eben so einfach, solche Muster, die wir eigentlich kennen, auch in Dashboards zu inkorporieren, zum Beispiel so ein Burger-Menü oder so, oder so eine Infobubble. Und es ist trotzdem erstaunlich, wie oft ich auf Dashboards schaue, wo das Leute nicht hingekriegt haben. Und da merkt man mal wieder, offenbar muss man da schon aktiv drüber nachdenken. Und wahrscheinlich auch Einschulungen geben oder ähnliches. Ja, oder also viel ist auch einfach
nachdenken. Und wenn man auf eine Website geht, mit anderen Augen drauf gucken, nicht mehr drauf gucken, ja, wo ist jetzt XY, sondern so ein, ah, welche Symbole, wo sind die, was passiert, und so eine Art Metaebene einziehen in der Benutzung von digitalen Produkten. Und das hilft dann unglaublich beim Dashboard bauen. Mhm. Da hilft wahrscheinlich auch die Sozialwissenschaft, oder? Ja, dieses ständige Reflektieren, auf jeden Fall. Genau. Man denkt mehr über den Menschen nach oder man denkt mehr darüber nach, wie Mensch das wohl macht. Ich habe mir auch viel Wahrnehmungspsychologie durchgelesen. Und was ich eben gerne mache, ist, dass ich meine Kunden dann bitte, dass sie mir einfach mal zeigen, wie sie bisher ihre Analysen machen und mir erzählen, was ihnen im Kopf vorgeht. Also das sogenannte Shadowing. Und das nehme ich dann auf. Und das ist dann oft auch wirklich die Quelle, wo ich dann anfange, solche Datenjourneys zu bauen. Mhm. Das ist echt ein super spannender Beruf. Also ich kann, glaube ich, allen Frauen, die sich da draußen fragen, wo soll die Reise hingehen? Ich glaube, das, was du erwähnt hattest mit dem, man muss da einfach auch ein bisschen diese Begeisterung für mitbringen, sich selber auch Dinge beizubringen oder auch vielleicht Neuland zu betreten und erstmal vor einer Herausforderung gestellt zu sein, das wird wahrscheinlich ziemlich wichtig sein, oder? Ich möchte auch jedem empfehlen, in die IT-Branche zu gehen, denn das Schöne an der IT-Branche ist, es ist nicht so wie im Bankenwesen, man arbeitet in der Bank und man hat immer mit Banken zu tun, sondern in der IT-Branche kann man wirklich in jedem Unternehmen, in jeder Branche anfangen und arbeiten. Wie gesagt, es gibt sehr viele Low-Code-Berufe und ich kann auch empfehlen, über zum Beispiel Tableau-Consulting einzusteigen, denn oft ist es eben gerade diese Hürde, da reinzugehen, wird durch diese Visualisierung eben leichter gemacht und ich sehe ganz viel, wie Leute mit Tableau einsteigen und sich dann ganz schnell woanders hin bewegen. Sobald man sich da mal ein bisschen dran einarbeitet und man sollte dann eben schon sich denken, ah ja, ich mag Daten und ich mag Daten verknüpfen und über Daten nachdenken. Und dann sehe ich ganz oft, wie die Leute total in irgendwelche ETL-Schienen reinflitzen. Und das freut mich immer zu sehen, wie Tableau da auch so einen Einstieg schaffen kann. Das klingt total super. Hast du auch ein paar Tipps, wo man sich vielleicht hinwenden kann, wenn man so jetzt mal den Einstieg finden möchte? Ja, das ist auch ein Thema, über das ich sehr gerne spreche. Ich habe damals das Glück gehabt, dass diese Firma, die diesen Data Artist wollte, Woodmark Consulting, dass die ein Einsteigerprogramm angeboten haben. Und das haben die angeboten für alle Uni-AbsolventInnen, denn die haben gesagt, an der Uni, egal in welchem Fach, bringt euch niemand das bei, was wir brauchen. Und so habe ich mit einer Handvoll KollegInnen 3 Monate lang einen Gipfelstürmer gemacht, so heißt das Programm bei uns. Da wurden wir wirklich durch alle Themen durchgeleitet, durch Datentransformation, durch SQL, aber auch durch Projektmanagement, Krisenmanagement, also so Soft-Skill-Sachen. Durch Tableau, durch Datenverspeicherung. Und so habe ich einen richtig guten Einblick darüber gekriegt, was eigentlich eine Datenberatung macht und will, und wusste aber auch sofort, wo ich hin will. Und meine Kollegen haben sich dann eben während dieses Gipfelstürmers entscheiden können, in welche Richtung sie wollen. Das kann ich also sehr empfehlen, der Gipfelstürmer von Woodmark Consulting. Aber es gibt auch andere Quereinsteigerprogramme und die gehen alle so roundabout 3 Monate lang und unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel, ich war sofort fest eingestellt und ich habe direkt ein Gehalt bekommen. Mhm. Total wichtig, gerade wenn man aus der Elternzeit kommt, ein Kind hat, und man kann jetzt nicht einfach mal 3 Monate kein Einkommen haben. Also das kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Ein ähnliches Programm ist zum Beispiel vom Information Lab, die Data School. Auch da kriegt man einen Vertrag für 2,5 Jahre. Man kriegt eben diese Ausbildung, die 3 bis 6 Monate geht, kostenlos und bekommt währenddessen ein Gehalt und arbeitet dann 2 Jahre lang für Information Lab und sammelt Arbeitserfahrung. Und danach ist man sozusagen bestens vorbereitet für den weiteren Weg. AWS, also Amazon Web Services, bietet auch so ein Quereinsteigerprogramm an, zum Cloud-Engineer für 3 Monate. Das kann ich nur empfehlen. Die AW Academy hat ein ähnliches Modell. Also bei diesen Modellen kriegt man eben eine Festanstellung und dann diese Weiterbildung am Anfang. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr attraktives Modell.
Weitere Sachen, die es gibt, ist zum Beispiel Yakka, eine Talent Acquisition Agentur, die sich speziell auf Quereinsteiger spezialisiert hat. Also ich muss sagen, es gibt da wirklich gute Angebote. Man muss nur gucken, ob das zu einem passt, ne? Will man in das Daten- und Tableau-Consulting, dann ist man mit den Sachen, die ich genannt habe, genau richtig. Will man Cloud machen, da muss man natürlich inhaltlich ein bisschen gucken, ob es passt. Aber so kann ein Quereinstieg auch finanziell abgesichert werden. Ja, diese Programme klingen vor allem deswegen interessant, weil man eben Training on the Job eigentlich hat, ne? Also man lernt nicht einfach nur irgendwelche Beispiele, sondern man bekommt gleich richtige Projekte und kann an denen sozusagen sein Wissen erweitern. Das ist natürlich sehr gut. Ich finde es auch wichtig, dass man sofort eingebunden ist bei der Firma, dass man weiß, wo man hinkommt, dass man auch so seine Peer Group hat, mit der man dann durchstartet. Bei vielen Bootcamps ist es ja so, ja, 3 Monate und dann verstreut sich alles wieder in alle Winde. Nee, wenn man da direkt reingeht mit einer Festanstellung, ist man da auch viel konkreter, wie du gesagt hast, dabei. Und man bekommt eben gleich ein gutes Gehalt, damit man nicht irgendwie erst in einem halben Jahr zu verdienen anfängt. Genau. Das ist für viele Quereinsteigerinnen natürlich auch sehr wichtig. Ist auch wichtig. Ja, also wir merken es immer wieder, dass dann natürlich eben beispielsweise aus der Elternzeit zurückgekommen und jetzt stellt sie plötzlich fest, der alte Job macht ihr eigentlich keinen Spaß mehr oder ist nicht so flexibel. Und da kann natürlich die IT-Bereiche sind da natürlich, die sind prädestiniert dafür, dass man eben auch als Quereinsteiger reinkommt. Ja. Hast du auch Projektmanagement viel damit zu tun? Also du hast ja schon gesagt, du hast sehr viel mit Kunden zu tun. Arbeitest du dann eben auch ein bisschen übergreifend sozusagen, dass du auch das Projekt dann so steuerst, dass du eben mit Entwicklern zu tun hast und mit, weiß ich nicht, sonstigen Engineers oder Data, was auch immer? Wenn man nicht in einem Projekt arbeitet mit 5 oder mehr Leuten, dann gibt es meistens nicht einen Projektmanager, sondern jeder ist so ein bisschen, denkt einfach mit. Und genau das machen wir auch. Wir denken alle mit, wir denken auch nicht alle nur an unseren Bereich, sondern wir fragen eben auch die anderen Leute im Projekt, wie sieht es gerade bei euch aus? Wir müssen uns absprechen, wir müssen viel kommunizieren. Dafür treffen uns zum Beispiel jeden Tag morgens, treffen uns erstmal so eine Runde und teilen uns erstmal eine halbe Stunde mit, was wir so alles gemacht haben und wofür wir die anderen vielleicht brauchen. Und von daher bin ich sozusagen genau wie in der Kunst die Projektmanagerin von mir selber. Und das mag ich auch echt sehr, sehr gerne so. Ja, das ist sehr gut. Hast du noch einen Tipp für jüngere angehende Women in Tech? Also gerade jetzt natürlich diejenigen, die sich bald entscheiden müssen, was für ein Studium sie anfangen sollen oder in welche Richtung sie vielleicht gehen sollen. Kannst du da noch irgendeinen Tipp geben, wie sie vielleicht den Weg für sich besser finden? Also ich bin großer Freund davon, zu studieren, worauf man Lust hat. Das wäre jetzt auch falsch, wenn ich das nicht sagen würde. Ich habe so viele Sachen studiert. Deshalb würde ich sagen, studier, was du möchtest, aber guck immer rechts und links, dass du so ein paar Basic-IT-Skills mitnimmst oder auch einfach andere Skills. Ja, ich habe sogar meinen Kurs zur Buchhaltung gemacht oder auch zum Beispiel einen Kurs zu Projektmanagement. Also versuch einfach neben dem Studium so ein paar Skills mitzunehmen, die jetzt halt vielleicht über Handwerken hinausgehen und über Yoga. und dann ist wirklich und dann am Ende des Studiums wirklich einfach zu gucken, worauf habe ich Lust und dann wirklich auch nicht zu denken, ja, ich will was mit Menschen machen, ich werde Lehrerin, sondern wirklich zu denken, ich will was mit Menschen machen, was gibt es denn für Berufe, zum Beispiel Scrum Master oder Projektleiter und dann wirklich auch in einer Branche zu arbeiten, wo es eine hohe Jobsicherheit gibt, wo es gute Bezahlung gibt, wo die Konkurrenz nicht so groß ist, wo man also begehrt ist und dann auch mal irgendwie abgeworben werden kann. Also
nicht von vornherein irgendwie sich selber in so Berufe selektieren, weil man denkt, man will Gutes tun. Man kann als Scrum Master, das für ein Startup arbeitet, das versucht CO2 einzusparen, viel, viel mehr Gutes tun, als so mit anderen, einigen anderen sozialen Berufen. Also da würde ich empfehlen, auch gerade als Frau, definitiv mal die Scheuklappen aufzumachen und auch in die Tech-Branche zu gucken, denn ich finde es sehr komfortabel hier. Ich kann es nur empfehlen. Es ist jung, es ist dynamisch, es ist eben, wenn man möchte, kreativ. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Ja, da hast du es ja direkt schon auf den Kopf getroffen. Auch die Quereinsteigerinnen sollten natürlich auch einfach die Augen öffnen und schauen, was eben rundherum alles gibt und was sie eben auch schon mitbringen. Ne? Definitiv. Und ich glaube wirklich daran, wer sucht, der findet. Und wer aber auch sich eben von diesem Ballast frei macht, der Vorurteile. Und wenn man sich auch Zeit lässt. Ja, ich wusste damals, ich hatte noch ein halbes Jahr bis zu meinem Abschluss. Mhm. Und ich wusste, ich suche jetzt ein halbes Jahr. Es war mir klar, dass es nicht schneller geht. Und ich war mir einfach darüber bewusst, dass es jetzt eine lange Zeit wird, in der ich suche. Und das war auch eine total bereichernde, erfüllende Zeit. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Möchtest du noch irgendeinen Satz loswerden an die Women in Tech oder angehenden Women in Tech da draußen? Ja, super gerne. Also zwei Sachen. Die erste ist, kein Respekt. Ja, keinen Respekt vor, vielleicht weil man denkt, boah, dieser Mensch kann so viel Tolles programmieren. Kein Respekt vor, das sieht total kompliziert aus, das ist Code. Kein Respekt vor den Skills, die alle haben. Ich kam in die IT, ohne irgendwas zu können. Ich dachte auch so, krass. Und inzwischen bin ich mir sicher, ich kann mir alles erarbeiten, was ich möchte. Wenn ich drauf gucke, was ich in 2 Jahren alles gelernt habe, hätte ich mir das nie träumen lassen. Also kein Respekt davor, wie kompliziert alles ausschaut. Gerade in der IT ist es sehr einfach, sich einzuarbeiten und sehr einfach, da gute Fortschritte zu machen. Und in einem halben Jahr stehst du da und denkst dir, krass, früher hätte ich nie gedacht, dass ich so viel schaffen kann. Und das Zweite, mir hat die Peer Group immer sehr geholfen, mir hat es immer sehr geholfen, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Und ich bin dann auch mal auf die Suche gegangen nach Mentoring und nach Coaching und habe dieses tolle Projekt gefunden, Coffee Code Break. Mhm. Ich bin da inzwischen Mentorin, weil ich 2 Jahre Berufserfahrung habe. Und über diese Plattform kann man eben, sieht man die Mentorinnenprofile und denkt sich dann, ja, heute will ich mit einem Data Scientisten sprechen. Zack, ganz unkompliziert einen Termin buchen und dann erzählt dir eine Person, wirklich eine komplett fremde Person aus ihrem Alltag und du kannst sie alles fragen zum Bewerbungsprozess, zu den Skills und so weiter. Oder du denkst dir, toll, agiles Projektmanagement, buche ich mir mal eine Session mit dieser Person. Also diese Website Coffee Code Break ist ein total toller Pool und hat auch schon vielen, vielen Leuten weitergeholfen. Also da könnt ihr euch auch nochmal informieren über tolle, coole Berufe in der Tech-Branche. Super. Danke, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute zu sprechen. Und wir werden natürlich alle deine Infos auch mit dazu packen zum Video, damit alle Bescheid wissen und niemand nachfragen muss. Aber wenn sie nachfragen, dann dürfen sie sich natürlich auch bei dir melden, richtig? Auf jeden Fall. Ja. Entweder über Coffee Code Break oder LinkedIn. Mhm. Ich stehe immer zur Verfügung, um anderen Leuten weiterzuhelfen. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier zu Gast zu sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Bis bald. Tschüss.